Am 21. November sollte im Veranstaltungsraum der Helios Klinik Hettstedt eine weitere Vertragsunterzeichnung im Zusammenhang mit dem Strukturwandelprojekt Regent stattfinden. Regent bezeichnet ein Gesundheits- und Notfallzentrum in Sangerhausen und Hettstedt. Mit dieser Maßnahme will der Landkreis ein funktionierendes Gesundheitswesen und damit einen entscheidenden Teil der kommunalen Daseinsvorsorge in Mansfeld-Südharz zukunftsfähig erhalten. Ein wichtiger Schritt dazu ist auch die Unterzeichnung der entsprechenden Verträge. In diesem Fall zwischen den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz GmbH und dem Landkreis. Klinikgeschäftsführer Mario Schulter begrüßte die Anwesenden und übergab das Wort an Landrat André Schröder. Wir haben jetzt auch einen Stand erreicht, wo wir glauben, erneut informieren zu können. Und ich würde die heutige Vertragsunterzeichnung der Nutzungsvereinbarung für einen Flügel des Krankenhausstandortes hier in Hettstedt nutzen, Sie auch noch aktuell zu informieren, was die nächsten Umsetzungsschritte sind und wie es weitergeht. Herr Schröder betonte, dass die Zusammenarbeit mit den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz seit Jahren ausgezeichnet laufe. Dieser partnerschaftliche Prozess hat sich bei den Vertragsverhandlungen in den letzten Monaten fortgesetzt. Mit dem Erbbaupachtvertrag und dem Nutzungsvertrag sei der Landkreis jetzt in der Lage, das Regent-Projekt in Hettstedt umzusetzen, und er bekennt sich damit klar zu diesem Standort. Rund 9,8 Millionen Euro sollen hier investiert werden, um gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Rettungsdienst das regionale Gesundheits- und Notfallzentrum in einer Kombination aus rettungsdienstlicher und ambulanter Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu etablieren. Auch Klinikgeschäftsführer Mario Schulter verwies auf die langjährige Partnerschaft mit dem Landkreis. Er betonte die Wichtigkeit, als Klinikbetreiber die Versorgung in Hettstedt weiterhin zu entwickeln. Deshalb äußerte er seine Freude, mit dem Kooperationsmodell Synergien in der medizinischen Versorgung zu heben. Dann unterschrieben er und Landrat Schröder die entsprechenden Verträge. Damit kann jetzt die Umsetzungsphase beginnen. Parallel zu Hettstedt wird auch der Regent-Neubau in Sangerhausen, Investitionskosten hier etwa 13,9 Millionen Euro, vorangetrieben. Die Planungen und Ausschreibungen sollen im kommenden Jahr durchgeführt werden, sodass die Bauphase bis 2026 abgeschlossen ist und Regent im Jahr 2027 an den Start gehen kann.